So Leute, heute stecken wir in einem Lego-Raum fest! Und wir müssen einen Ausweg finden, um in den nächsten Raum kommen zu können! Komm schon, Timon, lass uns eine Lösung finden, wie wir hier rauskommen können! Such, komm! Ja, wo ist der Ausgang? Und was ist das denn bitte? Ein riesiger Roboter? Das sieht aber komisch aus! Den muss ich mir wohl eingebildet haben, such weiter! Timon, bist du dir wirklich sicher, dass der Roboter so hier rumsteckt? Ich denke nicht, Mann, er sieht doch anders aus, aber ist das dir nicht egal? Es ist ein Spielzeug, such lieber einen Ausgang! Oh, Timon, zieh dir das an! Was für ein cooler Lego-Stuhl! Ja, ist das, das ist voll cool! Wie auch immer, such nach dem Ausgang, Mann, zu anderen Raum, das ist wichtiger! Komm schon, Timon, du langweilst mich! Such! Ich setz mich für eine Weile hin und ruhe mich aus! Endlich hin, Mann, endlich, ist das nur was! Ah, ich setz mich an. Was ist passiert? War das eine Falle oder was? So Leute, das war kein echter Stuhl, Mann! Natürlich, du Schlaumeil, es ist ein verdammter Lego-Stuhl. Wie soll er dein scheiß Gewicht halten? Komm schon, heb mich hoch! Was soll das? So, das geschieht ja zurecht! Was ist das für ein Roboter? Ein Lego-Roboter oder Roboter Roblox? Roboter Nubas, na, Nubas! Mal sehen, was hinter deiner Maske ist! So, lass mal schauen, Jod! Verdammt, Timon, was war das denn? Ich weiß es nicht, Mann. Er war voll aggressiv. Ja, Timon, er war sehr wütend. Schatz, ich habe etwas gefunden. Hier. Lass mal schauen. Schau mal, ein fetter Hammer. Wow. Schlag mal auf die Wand. Mal schauen. Ja, geht nicht kaputt. Ja, nee, vielleicht hier. Nicht kaputt. Vielleicht ja, hier unten. Ja, hier, Timon. Hier, da drüben. Schau mal. Hier. Ja, versuch erst mal das. Hier. Zur Seite. Auf drei. Eins, zwei und... Ich weiß, Timon! So, schau mal, hier! Und jetzt, was sollen wir tun, Timon? Weißt du, was ich tun werde? Ja. Jetzt schau, wir reißen das hier ein, hier ist ein Loch. Oh, schau mal. Hier, schau, das ist genau der Ausgang, den wir gesucht haben, Freunde. Ja, kommst das, mach ihn kaputt, los! Los! Los geht's! Ich glaube, wir haben definitiv den Ausgang zum nächsten Raum gefunden. Zum nächsten Zeitendriffel. Komm schon, lass uns endlich gehen, Freunde. Gehen wir. Los, los geht's. Komm. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Timon, schau mal. Wow, scheint, als wären wir hier bei SpongeBob gelandet, Mann. Freunde, wir müssten hier einen kleinen Weg rausfinden, um hier aus diesem Raum rauszukommen und in den nächsten zu kommen. Gut, lass uns finden. Gehen wir. Los, los. Wow, Freunde, schaut mal, der Eingang zu diesem Raum sieht genau aus wie das Haus von Thaddäus. Wow! Und das hier, der Stein, der sieht genau aus wie das Haus von Patrick. Der wohnt darunter. Den kennt ihr doch, Freunde. Liebt ihr eigentlich SpongeBob? Ich total liebe SpongeBob. Ich bin mir ganz sicher, dass wir den Schlüssel schnell finden werden. Hey, Stas, such auch mal den Schlüssel. Timon, wo können wir ihn denn finden? Sag's mir! Wir müssen ihn sehr gut suchen, aber nichts kaputt machen. Die Sachen sind echt toll, Mann, okay? Hast du noch alle? Nichts kaputt zu machen? Wir müssen bei dieser Challenge alles kaputt machen. Na, ist das? Bist du verrückt? Haha, nicht schlimm. Rein hier. Mal schauen, vielleicht hier ist das. Und... Stas, was soll das? So wird es nur schwerer sein, den verdammten Schlüssel zu finden. Timon, schau mal hier. Vielleicht hier drin ist. Vielleicht ist er im Haus von Thaddäus versteckt. Ja, du hast recht. Lass uns nachschauen. Gehen wir, aber mach nichts kaputt, bitte. Lass uns mit dem Auge anfangen. Nein, Mann! Wir auch nichts. Vielleicht schauen wir in der Nase. Hier auch leider nichts. Ich denke nicht, dass er da ist. Vielleicht sollten wir mal hinter den Augen schauen. Vielleicht hier. Oh Mann, da ist nichts. Jetzt das andere Auge. Hier auch nichts. Vielleicht unter Augenbraue. Nichts. Niemand, was ist das denn da vorne vor uns? Schau mal! Das Haus von SpongeBob SquamCore! Warum haben wir nicht zuerst daran gedacht? Es muss doch da sein, Freunde! Niemand, schau mal! Das ist wirklich das echte SpongeBob-Haus! Es ist so schön, wir sollten da reingehen, echt, Mann! Ja, und ich habe eine verrückte Idee! Lasst uns das ganze Haus kaputt machen! Nein! Warum sollten wir einbrechen? Hier ist doch eine Tür, Mann! Ja, Niemand! Das stimmt! Da
ist eine Tür. Ja, machen wir das. Und öffne die Tür bitte ganz langsam und sachte. Langsam? Bist du normal, jemand? Komm schon, tschüss. Los geht's. Manuel, du Doofkopf, gehen wir. Oh mein Gott, Simon, schau mal, wo wir jetzt endlich sind. Wow, schau, wie schön Spaßbobs Haus ist. Schau mal, diese schöne Dekoration mit einem Fischmann, das ist richtig schön. Ja. Und Gary ist auch da. Und hier, schau mal, sein erster grüner Dollar. Und hier sein Sitzstuhl. Ja, Simon, und da ist ein Fernseher, wo er sich die ganzen Filme anschaut. Ja, wir müssen eigentlich zum nächsten Zimmer finden, aber ganz vorsichtig, ich bitte dich. Ja, Simon, du hast recht. Freunde, was meint ihr? Wo könnte SpongeBob den Schlüssel versteckt haben? Ich glaube, er hat sie Harry gegeben. Ja. Hey, Gary, du bist eine so, so gute Schnecke. Sag uns doch ganz freundlich, wie gelangen wir zum nächsten Raum? Wir möchten da echt gerne hin, bitte. Hast du noch alle Latten am Zaun, Simon? Redest du mit einer Schnecke oder was? Das, leg die Schnecke sofort wieder runter. Gary ist eine nette Schnecke, tu ihr nicht weh, mach das bloß nicht. Was immer du sagst, Simon. Nein, nein, was machst du? Nein, wir suchen Schlüssel, Freunde. Wo könnten die Schlüssel sein? Hier sind die nicht. Vielleicht hier? Nein, hier auch nicht. Vielleicht hier? Hier? Ja. Das war echt unnötig. Warum hast du die arme Schnecke kaputt gemacht, Mann? Was soll das denn? Mann, denk logisch. Unser Ziel ist es, hier rauszukommen. Also suchen wir nach einer Lösung, um einen Ausweg zu finden. Oder einen Schlüssel oder noch so etwas. Verstehst du? Nur schau mal, hier ist nichts. Und dahinter ist auch nichts. Wie auch immer, Mann. Ich bin schon nervös. Lass mich etwas ausruhen. Mann, was muss ich jetzt mit diesen Stühlen machen? In jedem Zimmer geht die kaputt. Das geht mir auf die Eier, verdammt. Blöde Stühle. Ja, vielleicht hier dieses verdammte Schlüssel. Ja, hier. Oh, hier auch nichts. Aber kann es sein. Hey, beruhig dich mal. Lass dich auf mich beruhigen. Das, du hast hier alles ruiniert. Echt, Mann. Das ist mir egal, Simon. Es ist mir alles egal. Ich werde alles hier kaputt machen. Das nächste Mal kein Quatsch mehr machen, Stas. Aber das nervt mich wirklich. Ich werde alles kaputt machen. Die Schlüssel hier im Fernsehen. Sicher. Freunde, ich hatte recht. Hier war eine Axt drin. Ich werde drin alles kaputt machen. Das Einzige, was man nicht kaputt machen sollte, sind diese Fächer hier. Okay, geh zur Seite. Hier, halt das, halt das. Hops. Ich mach hier alles kaputt. Oh mein Gott, ich hatte nicht gedacht, dass es so leicht kaputt geht. Das, hier, schau mal. Oh, wir haben den Ausweg gefunden, Rolf. Wir haben es gefunden. So, gib her, komm, wir gehen nicht drauf. Wir gehen in den nächsten Raum. Oh, wo sind wir hier denn jetzt, Simon? Schau mal. Wir sind auf einem Friedhof, Stas. Oh, schau mal, wie viele Gräber hier. Was ist hier denn los? Ja, Stas, schau mal, den Namen auf den Grabstein. Schau mal, hier steht Herr Adams und hier steht Frau Adams. Was könnte das sein, Freunde? Wisst ihr vielleicht, was das ist hier? Hä? Ich weiß, was hier los ist, Stas. Wir sind anscheinend im Raum der Wednesdays. Schau mal, Simon. Oh mein Gott, aber die Sache ist die, wir müssen... Was müssen wir finden? Die Schlüssel natürlich, sonst kommen wir nicht raus. Ja, ist das. Wir sollten überall suchen. Du hast recht, Simon. Lass uns suchen. Vielleicht hier? Schau mal, wie viele Spinnen hier sind. Ja, sind wir lange hier? Hier sind keine Schlüssel. Wo können sie sein? Wo können die Schlüssel denn sein? Das Wichtigste ist, dass du einmal nicht alles kaputt machst, denn dieser Raum ist verflucht, Mann. Mann und Simon, du übertreibst immer so. Meine Fresse, wer bist du denn? Das, ich weiß, wer das ist. Das ist Wednesday Adams. Was wollt ihr in meiner Welt? Wir wollen dir nichts Böses tun. Wir wollen einfach nur deine Hilfe, um aus diesem Raum rauszukommen. Und warum sollte ich euch helfen? Mann, Mann, warum legst du dich mit ihr an? Wir machen, was wir wollen. Komm schon, tschüss. Was willst du tun? Was willst du tun? So, hey. Wo können denn die Schlüssel hier sein? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Muss irgendwo hier sein. Irgendwo hier. Was ist das? Was war das denn? Ich hab dir gesagt, du solltest das nicht tun. Wieso hast du mich geschlagen? Ich hab Kopfschmerzen. Weil du meine Welt nicht respektierst. Ah ja? Und jetzt, Simon, was wollen wir jetzt tun? Sag's mir. Ich hab eine Idee. Wir sollten Freunde sein. Wir sollten ihren Tanz aufführen. Komm schon, Stas. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands with my hands, 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 Leute, nicht schlecht getanzt. Ich werde euch in Ruhe suchen lassen. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Super, super, Stas. Komm schon, lass uns suchen.
verdammt, wo ist denn der Ausgang? Ich habe solche Angst vor Spinnen, Leute. Ich habe wirklich Angst vor Spinnen, richtig Angst. Niemand, lass die Spinnen und alles andere liegen. Lass uns hier nachschauen. Hier, sag. Ja, komm schon. Kommt niemand, hilf, hilf. Gern geschehen! Papa ist das! Papa ist das! Timon, wir müssen jetzt rausgehen! Ja. Wo ist der Ausgang? Timon, da ist der Ausgang! Komm, lass uns schauen! Vielleicht sind wir fertig! Ich glaube nicht, dass es noch Räume gibt! Okay, schau dir mal! Komm schon! Wo sind wir wieder? Alles wieder von vorne? Wo sind wir jetzt, Timon? Erklär mir das bitte! Ich glaube, wir sind in der Welt von Spider-Man! Und wie hast du das verstanden? Weil es Spider-Man im Fernsehen läuft, Freunde! Oh, ich mag Spider-Man! Das reiß dich mal zusammen! Wir müssen einen Weg hier rausfinden! Na gut, Freunde, dann lass uns nachschauen! So, hier ist nichts. Und hier auch wohl nichts. Lasst uns mal... Oh! Wow, ein echter Spider-Man! Schau mal! Oh, wie liebe dich! Oh, Leute, was wollt ihr denn hier? Wir wollen rauskommen und nach Hause gehen, aber... Wir wissen leider nicht, wo der Ausgang ist. Ich finde, ihr seid ziemlich gut. Ihr macht alles richtig und ich helfe gerne den guten Menschen. Seid nur vorsichtig und macht in dieser Stadt nichts kaputt. Oh, kein Problem, Spider-Man. Wir lieben dich. Du bist der coolste Kerl. So, Leute, ich bin dann mal weg. Viel Glück euch. Vielen Dank, lieber Spider-Man. Ja. Wir sehen uns später. Wir lieben dich. Wow, Spider-Man ist echt ja, ja, wir wollen. Er ist der Beste. Du! Wir suchen nur einen Ausgang hier, bitte! Der Ausgang? Ja! Verzieh dich! Das, wir haben keine andere Wahl! Wir müssen ihn wohl auf Eis legen! Raus hier! Verschwinde! Komm, verschwinde! Tschüss! Komm! Hau ab! Warum ist das? Du hast es geschafft! Ach du Bastard! Komm, wir machen alles hier kaputt! Komm! Na los! Freunde, schaut mal, was ich gefunden habe. Jetzt werden wir alles hier kaputt machen. Hier ist der Weg nach draußen. Hier. Wow. Freunde, jetzt kommen wir hier endlich raus, Mann, oh Mann. Endlich. Ja. Na, wollen wir mal sehen, ob es hier einen anderen Raum gibt? Schon. Oh, was ist das denn hier? Wow, schau mal, wie cool das alles ist. Timon, ich glaube, wir sind auf einem anderen Planeten. Ja, ist das. Wir sind in der Welt von Avatar. Ja, ja, Timon. Schau mal da drüben. Ja. Wir werden hier nichts mehr tun. Wir wollen hier raus. Bitte. Timon, ich glaube, sie hat uns verstanden. Ja, bitte, geh zur Seite. Wir sind gute Leute und wir kommen in Frieden und wir wollen hier weg. Wie können wir zusammen euren schönen Planeten verlassen? Timon, ich glaube, sie will uns nicht helfen. Und ich werde hier alles kaputt machen. Komm, ja, tschüss. Das ist eine gute Idee. Ich werde hier alles kaputt machen. Alles. Nein. Ich werde alles zerstören. Wo sind die Schlüssel? Wo? Ich werde alles zertrümmeln. Alles kaputt machen. Hast du verstanden? Nein. Das ist mir alles egal. Und hier auch nicht. Vielleicht Nein. da drüben. Schau mir mal. So. Freunde, was habe ich gefunden? Es ist der Schwanz des Avatars. Toll. Aber wo ist dann der Ausgang? Oh, danke sehr. Vielen Dank. Timon, er ist irgendwo hier. Los, schlag es ein. Brech es auf. Komm schon, Stas. Wir haben endlich einen Ausweg gefunden!
Ratespiel und verstecken in die neuen Blabla-Toys-Geschäft. Und ich suche euch. Versteckt euch! Leute, schaut mal, wie cool diese neuen Spielzeuge sind in Blabla-Toys. Wo kann ich mich jetzt verstecken? Ich habe eine Idee. Genau hier. Hier wird mich unbedingt niemand finden. Wo soll ich mich verstecken? Mein Magen! Oh, wo ist die Toilette? Mein Bauch! Oh, Freunde, ich gehe jetzt auf die Toilette und dann verstecke ich mich, denn mein Bauch tut ganz schön weh. Oh, Freunde, ich habe gerade eine wirklich gute Idee. Ich werde mich auf die Toilette verstecken. Einfach auf der Toilette sitzen und gewinnen. Freunde, vergesst nicht, der Letzte, den ich finde, gewinnt 1000 Euro! 40, 41, 42... Freunde, weil ich die Glückste von allen bin und weil ich ein Mädchen bin, habe ich den besten Platz zum Verstecken gefunden. Seht mal. Ich verstecke mich genau hier, in einem sicheren Ort. Ich setze mich hin und gewinne 1000 Euro. Freunde, ich habe einen guten Platz zum Verstecken gefunden. Ich verstecke mich hinter dem Regal von GL Show. Und bald werden wir auch T-Shirts, Tassen, Thermokassen herausbringen. Und jetzt verstecken wir uns. Seid leise. Oh, Freunde, was für ein Auto. Das ist der coolste Lamborghini aller Zeiten. Und es gibt hier so viele coole Autos. Gehen wir hinein und sehen wir uns an, wie es funktioniert. Gut, es ist an der Zeit, Gas zu geben. Gestoßen. Ich kann nicht weiter. Ich muss mich sogar verstecken. Ich muss mich sehr schnell verstecken. Oh mein Gott, ich habe einen guten Platz gefunden. Ich werde mich hier drin verstecken. Also, das raus und ich komme rein. Das schließe ich ab und bis bald. Ich weiß, dass das ein Junge ist, wird er bestimmt nicht bei den Mädchenspielzeugen nach mir suchen. Also werde ich mich hier verstecken. Ich steige hier hinein. Und jetzt decke ich mich mit den Boxen und gewinne ganz gewiss 1000 Euro. Oh, Freunde, schaut mal, was für coole Pferde es hier gibt. Sie sind für jedes Alter. Wo soll ich mich verstecken? Oh, Freunde, seht euch das Skateboard an. Schaut mal, Freunde, wie cool es von unten ist. Also gut, Freunde, ich fahre lieber ein bisschen. Was? Skateboarding ist nicht für mich. Ich verstecke mich, Liebe. Großartig, Freunde, ich verstecke mich hier und ich gewinne ganz sicher. Ich werde ganz still sitzen. 98, 99, 100! Wer hinter mir ist, links, rechts und so weiter, hat verloren! Hehe! Ich gehe sie suchen! Wow! Was für ein Nerf! Freunde, sehr cool! Ich habe eine Idee! Ich nehme die Nerf und wenn ich jemanden finde, schieße ich damit! Und so, ich nehme das hier und ich schieße alle! Lasst uns das aufpacken! Ah, ja, los geht's! Wo sind sie alle? Wo könnten sie denn sein? Ich hoffe, er wird mich nicht finden. Oh, ich habe was gehört. Jemand hat mir etwas geflüstert. Wer ist da? Wer ist da? Hey! Bist du dumm? So etwas stand nicht in den Regeln. Das ist nicht erlaubt. Haha! Steh doch endlich auf! Ich hab dich gefunden, yeah. Mann, Baby! Alle Regeln sind nur da, um sie zu brechen, Junge. Ja, natürlich. Viel Unglück. Freunde, ich höre die Schritte von jemandem. Das muss das sein. Wo sind sie denn? Wo sind sie, die dummen Kinder? Freunde, er ist gerade an mir vorbeigegangen. Ich denke, dies ist ein gefährlicher Ort. Ich verstecke mich lieber woanders. Ich rieche einen Furz, aber ich weiß nicht woher. Woher kommt er kommen? Logisch von der Seite der Jungen. Gehen wir dorthin. Ahaha, ich wusste, dass er nicht in den Mädchenabteilung schauen würde. Oh, Freunde, schaut mal! GL Army Cappies! Sie sind wirklich cool! Bald, Freunde, in Blabla Toys werden unsere Sachen zu finden sein. Solche Cappies hier, diese Tassen, noch diese T-Shirts, Thermoskannen und viele andere Sachen. Sie werden nur in Blabla Toys zu finden sein, in allen Blabla Toys Geschäften und natürlich auf der Website. Kurz gesagt, ich muss sie finden.
Wow, wie ist das runtergefallen, Freunde? Vielleicht war es ein Gespenst. Lass mal schauen, lass mal schauen. Okay. Satiris, ich hab dich gefunden. Ah, du alter Nerd, Satiris, gib mir die Kappi. Kappi, ich hab dich gefunden. Mach's gut, los. Mann und Freunde, er hat meine Lieblingskappe mitgenommen. Dann nehme ich einfach die GL Amitasi und will. Oh, Basketball, Freunde! Er spielt Basketball direkt vor mir. Ich kriege langsam Bauchschmerzen. Oh, wer hat gefurzt? Odyssee oder Nestes? Wer ist da drin? Komm raus oder ich schieße! Okay, ich komme raus, das war ich. Aha, du Trottel! Und also auch ein Furzer! Bestrafung! Das hier! So, das passiert, weil du furzt, Nikita! Oh, der alte Lügner! Er hat gesagt, er wird nicht schießen! Oh, Leute, er hat gerade Nikita erwischt! Und deshalb muss ich jetzt ganz still sitzen! Er ist hier in Gefahr! Es muss jemand hier sein. Es ist definitiv jemand hier. Ich weiß es nicht, Freunde, aber ich habe eine verrückte Challenge für euch. Ihr habt 5 Sekunden Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren. Ich sehe 1, 2, 3, 4 und 5. Wer abonniert hat, der ist sehr, sehr cool. Stoß bitte nicht. Komm raus da. Komm raus, du Trottel. Komm raus. Was willst du, Stas? Lass mich im Leben. Gib mir noch eine Chance. Natürlich, Odyssee. Oh Mann, das hat wirklich wehgetan. Ja, komm schon. Tschüss. Niemand legt sich mit GL Army an. Ach, Freunde, ich höre, Stas hat schon 2, 3 Leute gefunden. Ich muss noch ein bisschen warten, um 1000 Dollar zu gewinnen. Freunde, gut, dass das nicht da ist. Ich kann machen, was ich will. Er ist nach unten gegangen, um die anderen zu suchen. Niemand wird mich finden. Ich bin die Klügste und ich gewinne 1000 Euro. Dann bleiben noch Kiki, Anastas und Rafario. Wo könnten sie denn sein? Ich habe was gehört. Das kommt. Ich rieche etwas Mädchenhaftes. Kiki, bist du hier irgendwo? Ich lasse etwas auf ihn fallen. Wer hat das gemacht? Es ist definitiv Anastas! Anastas, ich finde dich! Ja! Freunde, ich bin nicht Anastas, aber ich muss mich schnell verstecken. Da ist jemand vorbeigerannt! Wer war das? Wer war das? Freunde, ich stelle jetzt eine Falle für dich. Kiki, was tust du das? Jetzt kriegst du eine! Das, was du gemacht hast, das hat dir gar nicht wehgetan, hä? Hey, das tut weh! Hehe! Oh, ich höre jemand schnarchen. Woher könnte das kommen? Ah, da! Schläfst du doch, Loser? Aua, Freunde, mein Bauch, das war sehr unerwartet. Opa, ich habe Anastas gefunden, ich habe Odyssee, Kostas, Nikita, Sotiris, Kiki, Rafario hat gewonnen. Wo bist du? Ich habe gewonnen. Schieß, das ist mir egal, ich habe gewonnen. Okay, Rafario, du hast gewonnen, aber du hättest mich nicht erschrecken sollen. Was ist los? Warum weinst du, mein Sohn? Ich bin sehr hungrig. Hungrig? Willst du, dass ich dir etwas koche? Ja, ich will. Ich will, dass ihr das kocht, was ich euch selbst zeichnen werde. Großartig. Die Challenge beginnt genau jetzt. Was werden wir kochen? Toll, ich bin fertig. Ich habe Spaghetti gezeichnet und ich möchte, dass sie wirklich lecker sind. Ha, mein typisches Gericht. Keine Sorge, mein Sohn, ich mache sie für dich. Und womit soll ich anfangen? Zuerst nehme ich Spaghetti, ich lege die Schnur weg und jetzt lege ich sie hinein. Aber warum passen sie nicht rein? Ich muss etwas tun. Ich breche sie in 2 Hälften. Was macht ihr denn? Immer mit der Ruhe, es sind nur Spaghetti, nichts Kompliziertes. Stas, du Idiot, ich zeige dir, wie man Spaghetti richtig macht. Zeig es mir.
Oh. Jetzt lege ich sie in kochendes Wasser. Dann warte ich, Leute. Leute, ihr seid alle überhaupt keine Profis. Zunächst einmal sind das nicht die echten Spaghettis, Leute. Ganz normale Spaghetti. Dimon, was meinst du damit? Ich zeig es euch, Leute. Hey, was machst du denn da? Das sind Spaghetti. Bist du verrückt, Kumpel? Ich bereite nämlich handgemachte Spaghettis zu. Ich beginne mit dem Mehl. So, unter diesen Mehlhaufen mache ich so ein kleines Loch. Dann schlage ich ein Ei drin auf. Gieße etwas Öl hinein. Und eine Prise Salz am Ende. Und jetzt alles einmal gut durchkneten. Und geben dem Teig eine Massage. Leute, die Spaghetti sind fast fertig. Und der Teig ist fertig, Leute. Und jetzt werden wir es einmal gut durchkneten. Und jetzt schneiden wir es. Und dann werfen wir alles ins Wasser. Und jetzt einmal umrühren. Und gleich werde ich einmal unsere Meeresfrüchte anrühren. Und jetzt fügen wir noch ein wenig Dekoration hinzu, damit alles hübsch wird. Schaut, Leute, wie schön es geworden ist. Was zum Teufel machst du denn da? Ich reibe gerade den Käse. Das ist ein Muss. Papas klassisches Spaghetti mit Ketchup. Was ist los, das? Was machst du? Leute, sie sind am Boden verklebt. Ich brauch sie nicht mehr. Stas, was machst du da? Bist du dumm, Mann? Dimon, ich bin der klügste Mensch der Welt. Ja, so, im Kreis. Und jetzt natürlich füge ich noch etwas Schokoladensirup hinzu. Erledigt. Das ist nicht richtig. Das ist doch keine Spaghetti. Das ist furchtbar und ekelhaft, Mann. Jetzt wollen wir mal sehen, was Odyssee dazu sagt. Ich gewinne auf jeden Fall. Das sieht nach sehr gutem Essen aus. Ich fange damit an. Iggy, was ist das denn für ein komisches Zeug drinnen? Okay, ich probiere. Nein, so gut schmeckt es nicht, Simon, schade. Was? Meine Spaghetti sind die besten. Was meinst du da? Leute, wirklich gute Spaghetti. Sie sind perfekt. Ausgezeichnet, bravo, mein Sohn. Oh, was ist das, Leute? Das sind Weingummi-Spaghetti. Es ist verrückt. Sie sind am Gewinnen. Ja, Freunde. Ja. Papa ist das der Koch. Großartig. Und jetzt will ich ein richtig gutes Sandwich. Sehr, sehr knusprig. Sandwich. Großartig. Los geht's, Leute. Zuerst stecke ich das Brot in den Toaster. Großartig. Jetzt schneide ich Tomate und Zwiebel klein, um mein Sandwich gesund zu machen. Okay, erledigt. Ich habe das perfekte Sandwich, Leute. Liken Sie. Was macht man damit? Ich brauche sie überhaupt nicht. Stas, bist du durchgeknallt, Mann? Doch, absolut alle. Ich werde das hier benutzen. Anstelle von Gemüse verwende ich Marshmallow. Und jetzt KitKat. Das ist sehr ungesund. Das ist eine Menge Zucker drin. Und jetzt lege ich noch mehr Marshmallow drauf. Und dann noch wieder ein bisschen Schokoladensirup. Und mache alles zu. Und es ist fertig, das? Ich gieße noch etwas Sirup darüber. Jetzt ist es fertig. Mir fehlen einfach die Worte. Lass mich der Koch sein und ich zeige dir, wie man ein richtiges Sandwich macht. Ja, eklig. Also, man legt Brot drauf. Dann schlägt man ein Ei rein. Wir machen ein Omelette-Sandwich, Leute. Und jetzt? Was machst du jetzt, Dimon? Wartet mal ab. Es wird bald fertig sein. Und jetzt ist es fertig. Jetzt legen wir es hier ab. Und jetzt packen wir meine Lieblingssoßen drauf, Ketchup und Senf.
Jetzt kommt oben Salat drauf. Jetzt noch ein paar Zwiebeln. Natürlich ein paar Tomaten, darf man nicht vergessen. Und jetzt oben kommt Wurst drauf und noch eine Scheibe. Was hast du gemacht, du Verrückter? Und jetzt kommt oben die letzte Scheibe Brot drauf, Leute. Gut, Timon, gut. Odyssee, sag mir, wer das beste Sandwich gemacht hat? Ich probiere zuerst das Sandwich von Stas. Es schmeckt gut, aber es ist wieder süß. Ich weiß also gar nicht. Es ist süß, weil du süße Sachen magst, mein kleiner Bruder. Jetzt das Sandwich von Rafario. Das hier ist von Rafario. Was ist das? Warum gibt es drinnen nur Gemüse? Ekelhaft! Was? Ekelhaft? Bist du normal? Das ist gesund, Odyssee! Sehr gesund! Oh, seht nur, Leute, wie groß das Sandwich ist! Ja, Odyssee, ich habe mir nämlich echt viel Mühe gegeben! So, ich probiere es. Das hier ist ein 100%iger Gewinner! Ja, Freunde! Ich sollte der Gewinner sein! Oh, Freunde! Und jetzt habe ich für euch Pommes gezeichnet. Ich hoffe, ihr schafft es. Also Pommes-Odyssee! Rafario, lern doch mal was! Ah, klar! Hey, ihr Jungs, ihr seid wirklich dumm! Schaut mal, was ich hier habe, Jungs! Gefrorene Kartoffeln? Das hast du im Knacks, oder was? Du bist einfach neidisch, Timon! Ich gieße noch etwas Öl! Und jetzt werfe ich die Pommes rein! Nein, nein, das ist nein! Oh mein Gott! Ich glaube, ich brauche das nicht mehr! Erledigt! Also fertig! Bist du wahnsinnig, Stas? Verstehst du, was du getan hast? Du hast unser Leben riskiert! Ich wollte nur schnell das Gericht schaffen! Genug Quatsch für heute! Wir bereiten hier das Essen zu, um die Challenge zu schaffen! 1, 2, 3! Ah, sieht wirklich toll aus! Natürlich so, du Dummkopf! Schau dir mal, wie man Pommes brät! Lerne mal! Das riecht gut, Leute. Und jetzt noch Ketchup. Es wird köstlich sein. Großartig. Ihr seid Lahmärsche, Jungs. Ah, Speck, Leute. Und jetzt wirklich die Pommes in Speck. Er ist eigentlich ein richtig guter Koch. Jo. Und natürlich gebe ich etwas Senf dazu. Und etwas Salat als Dekoration, Leute. Ah, ich habe eine richtig tolle Idee, Leute. Anstelle von Pommes werde ich Gummibärchen nehmen. Und anstelle von Ketchup nehme ich Erdbeersirup. Leute, lassen wir doch Odyssee entscheiden, wer heute der Gewinner ist. Das bin ich eindeutig. Oh, Leute, seht euch nur die schönen Pommes an. Zuerst von Rafario. So gewöhnlich. Sowas esse ich fast jeden Tag. Was? Gewöhnlich? Bist du normal, Odyssee? Das ist dein Lieblingsessen. Und jetzt probiere ich Pommes von Simon. Ich probiere es. Leute, ich mag überhaupt keinen Speck. Das schmeckt nicht gut. Warum hat Simon nie daran gedacht, dass er gar keinen Speck mag? Was, wie? Du magst keinen Speck? Jeder liebt Speck, Mann. Jetzt probiere ich das Gericht von Stas. Was für seltsame Pommes. Wow, das sind wirklich leckere Weingummis. Sie sind wirklich sehr lecker. Der Gewinner ist